Willkommen zu einer neuen Serie auf diesem Kanal. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Challenge hier gemacht haben, aber dieses Mal habe ich mir was Neues überlegt. Wir haben es ja schon mal gemacht, dass wir nur mit Jugendspielern uns den Champions League Titel geholt haben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut das euch gerne an. Das war eine sehr, sehr geile Serie. Damals haben wir es ja mit Schalke gemacht, weil die so eine gute Jugendarbeit haben, und heute sind wir bei Union Berlin, denn heute wollen wir nur mit ablösefreien Spielern zum Champions League Titel. Das heißt, wir dürfen nur Spieler holen, die keine Ablöse kosten, zum Beispiel da, wo der Vertrag ausläuft. Und ich habe mich so gefragt, welcher Verein passt da, und irgendwie habe ich mir gedacht, Union Berlin passt ganz gut dazu. Ich werde es ja mal so machen, dass ich 3 Saisons in einer Folge mache, und geplant sind so ungefähr 5 Folgen. Das wäre dann ungefähr 15 Jahre, die wir hier spielen. Wenn wir bis dahin den Champions League Titel noch nicht haben, mache ich vielleicht auch weiter, kommt ganz drauf an. Geplant sind aber so 5 Videos mit jeweils 3 Saisons, also 15 Jahre. Von der Taktik her spiele ich eigentlich dieselbe Taktik wie immer, nämlich meine eine. Falls euch natürlich solche Serien und Videos gefallen, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir haben auch schon den ersten Transfer gemacht, beziehungsweise wir versuchen ihn gerade zu holen. Und zwar bin ich hier an Isco dran. In echt sollte der ja auch, glaube ich, hier hinkommen. Hat dann aber doch nicht geklappt. Ich glaube, da ging es sowas wie, er hat gedacht, das Gehalt wäre schon mit Abzügen, war es aber noch nicht, keine Ahnung, aber genau. Auf jeden Fall wollen wir den hier hinholen. Transfers werden wir dieses Mal nicht so viel zu tun haben, logischerweise, weil Spieler verkaufen werde ich nicht, weil wir müssen ja kein Geld einnehmen und dann bringt es ja auch nichts, Spieler zu verkaufen. Das große Ziel wird es natürlich hier sein, am Ende den Champions League Titel zu gewinnen. Das wird schon recht schwer, besonders Union Berlin ist im Fußballmanager keine wirklich gute Mannschaft, aber ich habe Bock auf die Challenge, ich hoffe ihr auch, und ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein. Und wir konnten Isco auf jeden Fall verpflichten, der hat hier einen 2-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben und ist auf jeden Fall eine gute Verstärkung fürs Mittelfeld, auch wenn natürlich mit 30 Jahren nicht mehr der Jüngste ist. Ich werde jetzt hier gleich noch unsere Scouts losschicken, ich weiß noch gar nicht, ob ich das genau genannt habe, aber auf jeden Fall wird es so ein bisschen Sprint to Glory mäßig ab laufen. Praktisch, dass wir uns immer nur im Sommer und im Winter sehen. Wir schauen natürlich auch ein bisschen auf die Spiele drauf, aber besonders am Anfang haben wir erstmal den Fokus auf den Transfers, und der Großteil wird sich dann natürlich mit Vorverträgen im Winter abspielen und mit ablösefreien Spielern im Sommer. Deswegen wird das die Hauptzeit in Anspruch nehmen. Natürlich werden wir aber auch ein bisschen auf Statistiken und Spieler blicken. Damit sind wir auch im Winter angekommen, und in der Bundesliga sind wir 13. 14 Spiele, 17 Punkte. Ist eigentlich ganz in Ordnung, ist jetzt nicht übertrieben gut, aber ich denke, damit kann man leben. Unser bester Torschütze ist Jordan, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie der genau ausgesprochen wird. Die letzten Spiele waren ganz gut, haben wir gegen Augsburg und gegen Freiburg gewonnen. Ansonsten sind wir auch in allen anderen Wettbewerben noch dabei. DFB-Pokal spielen wir als nächstes bei Schalke, recht schwierig in Schalke zu gewinnen, glaube ich, für uns. Schalke gerade 12, aber auf jeden Fall packbar. Und Europa League als Gruppenerster weiter, ohne Niederlage, das war schon ziemlich stark. Und dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach ein paar ablösefreien Spielen, aber ihr seht schon, minus 64.000 bei Gehalt gerade. Das könnte problematisch werden. Wir haben jetzt Paul Jäckel verkauft, der bringt uns 3,8 Millionen Euro ein. Warum wir das gemacht haben, ist natürlich klar, damit wir jetzt ablösefreie Spieler holen können. Finanziell gesehen haben wir jetzt immerhin ein bisschen was hier bei Gehaltsbudget, und dann werde ich mal probieren, neue Spieler zu holen, aber viel Geld ist es nicht gerade. Aktuell habe ich mich jetzt gerade erstmal auf so ein bisschen Backups konzentriert. Die Jungen sind mit viel Potenzial. Der erste Spieler, der nächstes Jahr kommen wird, ist Henrique Pereira. Hier hat ziemlich viel Potenzial. Die Werte sind auch in Ordnung. Gerade 2,5 bis 2 Sterne. Kostet uns aber auch nur 7.000 die Woche. Also ich würde sagen, da kann man nicht so viel falsch machen. Dann haben wir nochmal im Tor zugeschlagen, holen Svetoslav Vucov. 3 Sterne jetzt schon. Hat hier hinten auch ziemlich viel Potenzial. Sieht von den Werten her auch echt schlecht aus. 20 Jahre alt, auch erst alt. Der sieht auch schon nach einer guten Verstärkung aus und kann vielleicht irgendwann unser Stammtorwart werden, je nachdem, wie er sich entwickelt. Ich bin jetzt übrigens gerade noch dabei, Isco zu verkaufen. Ich hatte das eigentlich gar nicht geplant. Das Angebot ist aber eigentlich ganz gut mit einem insgesamten Wert von fast 9 Millionen. Wir haben eh nicht so viel Geld. Isco schon 30. Ich gedacht, komm, nehme ich mal an, mal schauen, was dann vielleicht geht. Vielleicht können wir noch ein paar bessere jetzt noch ablösefrei für nächstes Jahr verpflichten. Dann haben wir auch den ersten etwas teureren Spieler verpflichtet, und zwar Ben Brereton-Diaz, kommt von Blackburn, kostet uns 35.500 die Woche, ist schon recht viel, ist aber auch erst 23 Jahre alt, kann hier Stürmer spielen. Ich werde ihn wahrscheinlich als Stürmer einsetzen eher, hat auch einen recht hohen Marktwert, also das könnte schon ganz gut werden. Isco haben wir verkauft, war jetzt so ein halbes Jahr bei uns, ist natürlich ein ziemlich großes Transferplus, ist schon 30 Jahre alt,
werde, glaube ich, bald auch 31, ja, im April. Ich werde mal gucken, was ich jetzt mit dem Geld machen werde. Ich werde versuchen, jetzt auch ein, zwei Spieler zu holen für nächstes Jahr. Dann haben wir auch schon direkt den Isco-Ersatz verpflichtet, und zwar José Campagna. Kommt von Levante, spielt die gleiche Position, ist sogar ein Stück besser als Isco und ein Stück jünger. Also auf jeden Fall ein guter Transfer. Da uns Trimmel nächstes Jahr verlässt, wollte ich unbedingt noch einen Außenverteidiger haben. Da habe ich jetzt Lukas Klünter von Bielefeld geholt. Ist jetzt ganz ehrlich nicht optimal, hat auch nur 3 Sterne. Es war jetzt auch nicht mein absoluter Lieblingstransfer, es war aber eigentlich der beste, der zu uns wollte, auf der Rechtsverteidigerposition. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ihn jetzt einfach mal zu holen. Es ist natürlich das Schwierige bei der Challenge hier. Du hast natürlich nicht die freie Auswahl an Spielern. Du kannst nur Ablösefreie holen und das war jetzt der beste, der da ist. Deswegen habe ich mir erstmal den geholt. Ist jetzt aber nicht geplant, dass das eine langfristige Option auf der Rechtsverteidigerposition sein soll. Und damit haben wir auch den letzten Spieler für diese Transferphase verpflichtet, und zwar Alvaro Sanz. Ist ziemlich talentiert, hat gerade schon 3 Sterne, kann auf 4,5 Sterne hochgehen. Wollte auch nicht so viel Gehalt haben und da habe ich mir gedacht, das mache ich mal. In Europa League sind wir ausgeschieden, im Achtelfinale gegen RB Leipzig. Tut schon weh, aber ist okay. Gegen Leipzig hat man auch einfach keine Chance. Hier im Viertelfinale gegen Gladbach, das ist auch okay. Bundesliga sind wir sogar 9. Die aktuelle Form ist nicht so gut, aber 9. ist sehr solide in der Bundesliga eigentlich. Damit sind wir auch am Ende der ersten Saison angekommen. Bester Torschütze wurde am Ende Timo Werner. Und die meisten Vorlagen hat Philipp Max gemacht. Wir wurden am Ende 11. Ist ganz in Ordnung. Wir waren zwischenzeitlich aber auch mal 7. glaube ich, 3 Spieltage vor Schluss. Da haben wir leider kein Spiel mehr gewonnen. Am Ende dennoch ist, glaube ich, 11. eine okaye Saison zum Start. Damit sind wir auch schon in der 2. Saison angekommen. Und besonders die Transfers von Campagna und Diaz werden uns dieses Jahr schon helfen. Günther wird auch schon eine Rolle spielen. Und ja, ansonsten werde ich jetzt nach weiteren ablösefreien Spielern suchen, die wir holen können. Und wenn nicht, sehen wir uns im Winter. Dann haben wir auch den ersten Transfer für dieses Jahr getätigt, und zwar Varda. Kommt von Limassol ablösefrei und hat hier eine 4-Sterne-Bewertung. Der sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das hier sind dem seine Werte, der kann links und rechts ausspielen. Ich denke, mit denen können wir auf jeden Fall was anfangen, auch wenn der schon 29 Jahre alt ist. Außerdem wollte ich doch Ceballos verpflichten, aber der ist zu Real Sociedad gegangen. Und Golini wollte ich holen, aber der ist zu Neapel gegangen. Dann haben wir auch schon den zweiten Transfer gemacht. Das wird aber auch der letzte für die Transferphase sein. Und zwar kommt Telmo Arcanio, ich glaube, der hat in Portugal gespielt. Ja, bei Tondela hatte der gespielt. Ist auch ziemlich jung, kann OM rechts und ZM spielen für uns. Im Mittelfeld sind wir jetzt ziemlich stark besetzt, aber wir können halt auch nur das holen, was da ist. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich nehme ihn einfach nochmal mit, weil der hat halt eine ziemlich hohe Qualität. Das hier wird dann so ungefähr unsere Ausstellung sein für das Jahr. Es ist auf jeden Fall ein recht ausgeglichener Kader. Der Kader ist auch ziemlich groß, aber ich werde jetzt hier keine Spieler verkaufen, sondern einfach von manchen die Verträge am Ende vom Jahr auslaufen lassen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns direkt im Winter wieder, wenn wir ein paar Transfers machen und uns mal die Tabelle anschauen. Damit sind wir auch im Winter angekommen, beziehungsweise sind schon am Ende der Wintertransferphase. Ihr könnt nur sehen, wir sind gerade auf dem 11. Platz. Ist jetzt nicht so gut. Ich habe erwartet, dass wir eher so 8. sind, 7., 9., irgendwie vielleicht sowas. Ihr könnt hier oben schon sehen, der Saisonstart war richtig schlecht. Also am Anfang waren wir echt als auf Abstiegsplätzen auch teilweise. Deswegen haben wir uns jetzt immerhin ein bisschen mehr gefangen. Ich habe echt für viele Spieler Angebote gemacht gehabt, zum Beispiel Esteves oder Callum Doyle. Die sind alle nicht gekommen. Wir haben ein Spiel aber trotzdem verpflichten können. Und zwar Maitland Niles. Wir haben ja letztes Jahr Trimmel auf der Außenverteidigerposition verloren und deswegen haben wir hier jetzt nochmal einen Ersatz. Bisher haben wir da, glaube ich, nur Klünter und ich denke, die wird es auf jeden Fall mal mindestens in der Breite verstärken. Ansonsten werde ich jetzt keinen Transfer mehr machen. Ich habe echt schon für 5-6 Spieler Angebote abgegeben, aber die sind alle nicht gekommen. Und ja, dann schaue ich mal, was im Sommer noch geht. Und ich würde sagen, wir simulieren erstmal weiter und ich hoffe, dass wir eine bisschen bessere Rückrunde spielen als die Hinrunde, denn das ist schon ein bisschen enttäuscht, nur der 11. Platz. Damit sind wir auch am Ende der Saison angekommen. Wir beenden die Saison auf dem 12. Platz. Ist in Ordnung, aber ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Eher gedacht, wir können an den internationalen Plätzen angreifen. Am Ende auch nur eine Tordifferenz von minus 8. Also nächstes Jahr muss da meiner Meinung nach deutlich mehr kommen. Immerhin im Pokal waren wir gut unterwegs. Da kamen wir bis ins Halbfinale, sind aber leider gegen Wolfsburg rausgeflogen. Ansonsten habe ich versucht, noch ein paar weitere Transfers zu machen. Hat aber bisher alles nicht geklappt. Mal schauen, ob ich halt im Sommer dann noch welche bekomme. Ich denke schon. Und ja, ich würde sagen,
dann sehen wir uns auch direkt im Sommer, um ein paar Transfers zu machen. Damit sind wir auch schon in der dritten Saison angekommen und wir haben nur einen Transfer, das war ja aber schon klar, und zwar Maitland Niles kommt für die Rechtsverteidigerposition, ist mit 80.000 Gehalt natürlich schon etwas teurer, aber naja, es gibt auf jeden Fall noch einige Spieler, die wir diesen Sommer vielleicht verpflichten können. Das sind halt so gerade die Spieler, die ich versuche zu holen, einmal Gomez, Williams, Maximovic, dann Paul Wanner. Paul Wanner wäre unglaublich gut, ich habe auch sehr viel Gehalt dem gegeben, der wollte viel weniger, weil da sind jetzt auch schon andere Bundesliga-Vereine dran und ich will den unbedingt haben. Dann Daniel Reus, Oscar Pereira und Santi Mina, das sind jetzt so die Spieler, an denen ich hier aktuell dran bin. Paul Wanner ist leider nicht zu uns gewechselt, der ist zu PSG gegangen, kann ich schon verstehen, wir haben den ungefähr das gleiche Gehalt geboten wie PSG, aber das ist dann vielleicht doch ein bisschen interessanter aus seiner Sicht. Ansonsten, Pereira kommt auch nicht, da sein Vertrag automatisch verlängert wurde bei Atletico Nacional. Ein Spieler, der aber kommt, ist Santi Mina. Er ist natürlich sehr teuer hier, 115.000 pro Woche, das ist schon krass viel, aber der hat 4 Sterne, ist richtig gut, ist ein sehr guter Stürmer, doch direkt hier einen hohen Marktwert und ich denke, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Daniel Ruiz kommt auch nicht, der ist zu Juventus gegangen. Dafür kommt aber James Gomez von Horsens, das ist ein Innenverteidiger aus Gambia, kriegt bei uns jetzt auch nicht so viel Geld, kommt doch erst am 1.1., also das ist mit einem Vorvertrag, der hat sehr, sehr gute physische Werte und ich denke, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen in den nächsten Jahren. Außerdem kommt auch noch Brandon Williams. Ich weiß nicht genau, ob ich ihn als Links- oder als Rechtsverteidiger spielen lassen will. Ist natürlich auf jeden Fall auch noch ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial. Eigentlich glaube ich eher Linksverteidiger seine beste Position. Er wird bei uns aber wohl eher auf Rechtsverteidiger spielen und ich glaube, damit haben wir auch erstmal diese Schwachstelle gut besetzt. Auch Maximovic kommt leider nicht, denn der geht auch zu PSG. Also PSG klaut hier unsere ganzen Spieler. Wir haben diese Transferphase jetzt auch ein paar Spieler verkauft, zum Beispiel Roussillon, Van Drongelen und Öztun Ali. Die haben jetzt alle nicht gebraucht. Wir hatten ziemlich große Kader, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich gebe die einfach mal ab. Zugänge haben wir die drei, da wird doch wahrscheinlich keiner mehr dazukommen. Ich wollte jetzt eben noch Julian Weigel holen, aber der ging lieber zu Inter, deswegen wird es da wahrscheinlich keinen neuen Zugang mehr geben dieses Jahr. Und das hier ist so ungefähr die Aufstellung, mit der wir in das Jahr reingehen werden. Sieht schon eigentlich mittlerweile ein gutes Stück besser aus, ziemlich ausgeglichen auch und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch im Winter und hoffentlich mal mit einer etwas besseren Platzierung als in den letzten beiden Jahren. Damit sind wir auch im Winter angekommen und den ersten Transfer haben wir auch schon getätigt und zwar kommt James Gomez, aber das war ja bereits im Sommer klar, dass der zu uns wechseln wird und ja, ansonsten in der Bundesliga läuft es wieder mal ziemlich bescheiden. 14. 19 Punkte nur. Klar, wir haben auch einfach 7-mal unentschieden gespielt, das ist einfach zu viel, aber es ist schon schlecht, muss man sagen. Sonst im DFB-Pokal sieht es ganz in Ordnung aus, da sind wir noch dabei und spielen in der nächsten Runde gegen Halle. Wir konnten jetzt hier im Winter direkt 2 Transfer klar machen, besonders Scott McTominay ist ein sehr guter Transfer für uns. Kann ZM und DM spielen, kann beides auch ziemlich gut spielen. 28 Jahre ist jetzt auch noch nicht so alt, besonders der wurde erst gerade 28. Ich denke, der kann uns in Zukunft auf jeden Fall ziemlich gut weiterhelfen. Und da haben wir noch Joelson Fernandes, gut, ist ein Talent aus Portugal, ist hier hinten leider nicht ganz voll, hat aber gerade schon 2,5 Sterne und ich denke mal mindestens in der Breite kann er uns direkt weiterhelfen. Eigentlich wollte ich hier noch ein Torwart holen mit Philipp Jürgensen, aber der geht leider zu Udinese. Mal schauen, ob wir noch einen Transfer machen, es wird aber eher schwierig. Ich konnte jetzt tatsächlich nochmal einen Transfer machen, der uns jetzt verstärken wird und zwar holen wir Alvaro Montero, der hat zuvor in Kolumbien gespielt, dem sein Vertrag ist aber ausgelaufen. Und die Werte sind vollkommen in Ordnung. Viel Gehalt wollte er auch nicht haben. Deswegen habe ich mir den mal geholt. Und ich glaube, der kann uns auch direkt verstärken. Dennoch war es jetzt für diese Transferphase. Und ich hoffe, wir spielen eine bessere Rückrunde. Und dann sehen wir uns zum Ende der Saison wieder. Wir befinden uns jetzt gerade am Ende der Saison. Und ich wollte eigentlich schon von einer nicht so guten Saison sprechen. Aber wir stehen einfach im DFB-Pokalfinale. Wie krass ist das denn bitte? Gegen Bayer Leverkusen geht's. Wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, aber das ist ja wohl mal überkrass. In der Bundesliga wurden wir 12. Am Ende hatten wir nochmal eine ganz gute Form. Am Ende holen wir 42 Punkte. Ist jetzt echt nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Irgendwie läuft es nicht richtig in der Bundesliga. Der muss ja in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr kommen. Bester Torschütze wurde Karim Adeyemi vor Demirovic. Die meisten Vorlagen hat Sergi Canos gemacht vor Musiala. Und die meisten Spiele ohne Gegentor hatte Lucas Chevalier von Leverkusen. Übrigens Bayern punktgleich mit Dortmund Meister geworden. Und Hamburg spielt nächstes Jahr wahrscheinlich international. Es sei denn, wir holen den DFB-Pokal. Das heißt, wir entscheiden jetzt darüber, ob Hamburg international spielt oder nicht. Damit sind wir auch beim DFB-Pokalfinale angelangt. Übrigens haben wir im Halbfinale Borussia Dortmund
Dortmund geschlagen in der 89. Minute. Mit der Aufstellung werden wir in das Spiel reingehen. Es wäre natürlich schon wichtig, das zu gewinnen, weil wir dann halt auch nicht nur unseren ersten Titel holen würden, sondern auch international spielen würden, was natürlich viel mehr Geld gibt und bessere Spieler wollen dann zu uns. Und am Ende ist das ein ganz, ganz bitteres Spiel. Wir haben 2 verletzte Spieler und verlieren mit 4:1. Tut auf jeden Fall sehr weh, so ein Spiel natürlich, auch wenn es gut ist, dass wir ins Finale gekommen sind. Das ist schon ein sehr bitteres Spiel. Dennoch sollte es jetzt von der ersten Folge des Formats gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Like und ein Abo da. Schreibt vielleicht gerne mal eure Meinung zu dem Format in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen Video und bis dahin, ciao.